David Arnold. Ich bin Rennfahrer und Instruktor der AMG Driving Academy. Ich habe heute das Vergnügen, euch den neuen A45 AMG zu präsentieren. Das ist das erste Fahrzeug von AMG im Kompaktwagensegment. Und natürlich steht AMG für große, starke, kraftvolle Motoren. Und das ist auch der Grund, warum sie sich nicht nehmen lassen haben, einfach den serienstärksten Vierzylinder der Welt zu entwickeln. Auch der A45 AMG ist mit der Race-Start-Funktion ausgestattet. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. ESP Sport, beide Schaltpedals ziehen, linker Fuß auf der Bremse, Race Start aktiv, gucken was passiert. Ja. Diese Funktion ist übrigens Teil des 7-Gang Doppelkupplungsgetriebes, was für extrem kurze Schaltzeiten ohne Zugkraftunterbrechung steht. Wir haben auch hier die drei bekannten Getriebestufen, C, S und M. Und unter M, Manual, erreichen wir sogar die Schaltzeiten des SLS AMG GTs. Mit der vorhandenen Zündunterbrechung beim Hochschalten erreichen wir nicht nur die Schaltzeit, sondern auch begleitet bei einem schönen Knallen, beim Runterschalten natürlich Zwischengas. Das umrandet den typischen AMG-Sound und das Rennsport-Feeling pur. Dazu noch der voll variable, performance ausgelegte Allradantrieb, der permanent für die perfekte Traktion sorgt. Variable Drehmomentverteilung bedeutet, wir fahren auf gerader Strecke einen Frontantrieb, können aber bis zu 50% der Kraft auf die Hinterachse ableiten, dass wir wirklich komplett unterstützt werden, da wo wir gerade Traktion benötigen. Das ESP ist auch in drei Stufen regelbar, von Sicherheit betont über dynamisch bis hin zu aus. Natürlich AMG-typisch wird auch dieser Motor nach dem Prinzip One Man, One Engine produziert. Zu guter Letzt wurde der A45 AMG durch die geänderte Vorderachse, der Sportlenkung, der Hochleistungsbremsanlage auf perfekte Fahrdynamik und Fahrzeugkontrolle ausgelegt. Ich hoffe, ich konnte euch die drei wichtigsten Merkmale des A45 AMG vermitteln. Emotionaler Fahrspaß, kraftvoller Motor und die totale Alltagstauglichkeit, eben ein wahrer AMG.